Wir widmen uns nun der Frage, welche Spannungsverhältnisse es zwischen verschiedenen Staatsstrukturprinzipien gibt. Da kann man natürlich gleich davon ausgehen, dass der Sozialstaat und der Bundesstaat in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen, dass der Sozialstaat sich gleichzeitig aber aus der Gemeinwohlorientierung des republikanischen Prinzips speist. Darüber hinaus ist natürlich der Rechtsstaat verantwortlich dafür, den Sozialstaat zu stützen, sodass es verschiedene Wechselverhältnisse hier gibt zwischen den Sozialstrukturprinzipien. In erster Linie könnte man vielleicht davon ausgehen, dass es gewisse Spannungen gibt zwischen dem Sozialstaatsprinzip und dem Bundesstaatsprinzip. Wie könnten die aussehen? Der Bundesstaat geht davon aus, dass die föderale Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet, geschützt werden muss. Gleichzeitig geht der Sozialstaat, so könnte man dagegenhalten, vielleicht von einer Egalisierung, Unitarisierung in der Bundesrepublik aus, sodass eben über Länderfinanzausgleichssysteme hier Einkommensunterschiede ausgeglichen werden. Das heißt, ein sozialstaatlicher Unitarismus steht einem asymmetrischen Bundesstaat unter Missachtung der sozialen Gleichheit potenziell gegenüber. Wichtig ist hier, dass sich Bundesstaatsprinzip und Sozialstaatsprinzip als Optimierungsgebote sehen und natürlich Verfahren zur Finanzierung und Organisation des Sozialstaates auf politischer Ebene gefunden werden müssen. Wir kehren also hier zurück zum Prinzip der politischen Konstitution des Sozialen. Nichts ergibt sich von selbst, muss eben politisch ausgehandelt werden. Das Republikprinzip ist ganz wichtig als regulative Idee im Gesamtzusammenhang dieser Staatsstrukturprinzipien, in dem eben Gemeinwohlförderung in den Vordergrund gerückt wird. Das erfordert natürlich die rechtsstaatliche Absicherung des Föderalismus. Wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist natürlich, dass die Verwaltung auf Länderebene, auf Kommunalebene ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat bei der Ausgestaltung des Sozialstaates, weil eben die Umsetzung vor Ort durch die Verwaltung geschieht. Die Länder würden auf jeden Fall, wenn es zu Reformen kommt, ablehnen Einsparungen des Bundes, den sogenannten vertikalen Finanzausgleich, aber eben auch den sogenannten horizontalen Finanzausgleich, wo Reformen nur schwer vorstellbar sind, weil eben die finanzschwächeren Länder keinesfalls zustimmen würden, wenn ihnen Transfers versagt bleiben, sodass wir gewisse Spannungsverhältnisse sehen zwischen dem Sozialstaat und dem Bundesstaatsprinzip, durchaus ein recht harmonisches Verhältnis zwischen dem Sozialstaatsprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip, dadurch, dass der Sozialstaat durch den Rechtsstaat abgesichert wird. Spannungsverhältnisse ergeben sich dadurch, dass das Grundgesetz von Freiheit und Gleichheit spricht, also Freiheit durch die Grundrechte, Gleichheit in Artikel 3 des Grundgesetzes. Und in der Conclusio müsste man sagen, dass es eben höchstpolitisch ist, wie diese fünf bis sechs Staatsstrukturprinzipien in Einklang miteinander gebracht werden.